So, jetzt geht's um was ganz, ganz Wichtiges, nämlich meiner Meinung nach mit die wichtigste Technikübung für einen Schwimmer überhaupt. Egal, ob es jetzt ein Triathlet ist, ein Wasserballer, ein Breitensportler, ein Spitzensportler oder ein Anfängerschwimmer. Die Übung muss man immer machen, eigentlich in jedem Training nahezu wird die eingebaut. Und zwar geht es einfach um das Abschlagschwimmen bzw. das Wechselzugschwimmen. Wieso ist diese Übung so wichtig? Ich muss immer beim Wechselzugschwimmen einen intensiven Beinschlag machen, sonst habe ich eine schlechte Wasserlage. Ich muss auch die Körperspannung halten, eben weil ich nur mit einer Seite jeweils arbeite. Man muss also das Gleichgewicht durch Körperspannung und durch intensive Arbeit der anderen Körperteile ausgleichen. Die Technik des Armzugs kann man natürlich intensiv trainieren, weil man sich eben auf einen Armzug konzentriert, mit dem Wasserfassen, mit der Ellenbogenvorhalte, mit der Druckphase und der Rückholphase, gerade auch mit Fingerpedals zum Beispiel, eine richtig intensive Druckphase fühlen. Und was noch dazu kommt, dass ich mich natürlich auch auf das Timing der Atmung, was für viele Leute immer noch ein Problem darstellt, fokussieren kann. Dazu zeige ich jetzt euch verschiedene Wechselzugvarianten und bei jeder Wechselzugvariante kommt ein bisschen, also kann man den Fokus ein bisschen zum einen auf Beinschlag, auf Armzug, auf Atmung legen. Werdet ihr aber gleich sehen. Genau, was ich jetzt gerade noch vergessen habe zu sagen, es ist natürlich auch eine extreme Koordinationsübung. Man kann jetzt natürlich nicht nur den einfachen Abschlag schwimmen, sondern man kann zum Beispiel auch zweimal linker Arm, einmal rechter Arm, zweimal rechter Arm, einmal linker Arm, was ja für viele Leute auch schon koordinativ ein Problem darstellt. Ich zeige euch das jetzt das Ganze 5 Bahnen lang und sage immer 1-2 Sätze dazu. Ich ziehe mir wieder Fingerpedals an, einfach weil ich dadurch noch mehr das Wasser fassen und die Druckphase spüren kann, schulen kann. Das ist vielleicht gerade auch eine Hilfestellung für Leute, die noch ein bisschen mit dem Wassergefühl Probleme haben. Ich fange an mit einem einfachen Kraulabschlag oder Kraulwechselzug. Warum machst du die kleinen Fingerpedals an und nicht große? Ja, weil dadurch vielleicht einfach die Kraft, die auf den einen Arm einwirkt, zu groß wird. Und gerade im Jugendalter sollte man eben darauf aufpassen, dass man die Gelenke schont. Und eben durch große Handbretter, durch große Pedals wird da eben der Hebel zu krass und die Krafteinwirkung vielleicht zu groß und dann kann es vielleicht einfach mit Schulterschmerzen kommen. Und deshalb ziehe ich mir lieber die Fingerpedals an. Und außerdem bleibt die Bewegungsschnelligkeit erhalten. Genau. So, das war jetzt eine Bahn, ganz normaler Kraulabschlag, Kraulwechselzug. Ihr habt es gesehen, ihr müsst einen intensiven, pausenlosen, gleichmäßigen Beinschlag machen. Und ich habe jetzt gerade immer noch geschaut, dass ich einfach die Druckphase bis zuletzt ausführe, dass man quasi mit einem leichten Spritzen aus dem Wasser kommt. Jetzt werde ich das Ganze ein bisschen koordinativ pimpen. Und zwar mache ich jetzt einmal 2 rechts, einer links. Und danach, ja, einer rechts, 2 links. Schaut einfach mal zu. Oder beziehungsweise, nee, ich mache jetzt nur eine Bahn, 2 rechts, einer links. Jetzt mache ich das Ganze andersrum, logischerweise. Dabei vor allem jetzt wichtig, auch bei dem zweiten Armzug auf der Seite, haltet die Zuglänge. Und was ich jetzt gerade schon gemerkt habe, es ist, man muss immer natürlich gleichmäßig rotieren von Seite zu Seite, aber was auch ganz schwer wird, ist den Rhythmus im Beinschlag zu halten. Eben weil man jetzt nicht mehr den gleichmäßigen Wechsel hat, sondern eben doppelte Zeit auf der linken Seite und dann auf der rechten Seite. Das habe ich jetzt gerade persönlich gemerkt.
da musste ich mich echt konzentrieren, okay, dass ich immer gleichmäßig viele Beinschläge mache. Jetzt kann man das Ganze natürlich auch in Rücklage machen, beziehungsweise, nee, ich mache erstmal noch jetzt eine kleine Atemwechselzugübung, und zwar mache ich den Abschlag oder den Wechsel mache ich jetzt unten. Dabei wird immer beim Zurückführen oder beim Vorführen des Armes geatmet, wie es eben auch beim Kraulschwimmen gemacht wird. Das ist eine hässliche Übung, ich hasse die Übung persönlich. Man muss wirklich harten Beinschlag machen, man muss jetzt rotieren, ohne dass man den Armzug hier vorne schön wechseln kann, sondern man muss das Ganze mit mehr Körperspannung und mit dem Drehen des Kopfes eben intensivieren, aber dadurch lernt man eben die Atmung, wie man das später machen muss. Schau einfach mal zu. Dabei darf man jetzt natürlich aber nicht vernachlässigen, dass man trotzdem sich noch auf ein sauberes Wasser fassen mit Ellenbogen, Vorhalte, Zug- und Druckphase eben auch konzentrieren muss. Jetzt mache ich das Ganze einmal für euch exemplarisch in Rückenlage. Ich mache jetzt einfach mal normalen Wechselzug, einmal oben und einmal unten. Ihr könnt dann natürlich noch variieren, dass ihr auch zwei rechts, einer links, zwei links, einer rechts macht. Aber das muss ich jetzt nicht alles vormachen für euch, sondern ihr habt es gerade in Kraul gesehen, Rücken ist ja im Prinzip das gleiche, nur in der Rückenlage. So, jetzt kommt abschließend noch die Königsdisziplin im Wechselzug auch, in der Rückenlage. Und zwar werde ich jetzt nicht meine Arme hinten ablösen oder unten ablösen, sondern ich werde sie 90 Grad hier in der Luft, in der Höhe ablösen. Dadurch natürlich ähnlich wie beim Wasserballkraul verändert sich natürlich meine Wasserlage, weil einfach mehr Körperteile sich über Wasser befinden. Ich muss das mit Körperspannung und mit einer krass intensiven Beinschlagarbeit ausgleichen. Und dann wird es gleich richtig heftig. Deshalb wieder mein Tipp an euch. Zieht euch Flossen an, dann wird es einfacher. Und ja, schaut einfach zu. Ja, ihr habt es gesehen, man muss wirklich arbeiten, um nicht abzusaufen. Auch bei mir war die Wasserlage jetzt deutlich schlechter, aber ja, ich denke, es ging noch. Schaut auch wirklich, dass trotzdem die Rotation vorhanden bleibt, dass die Schulter aus dem Wasser kommt beim Armzug, dass ihr nicht flach im Wasser liegt und viel Widerstand habt, sondern wirklich Rotation, Zuglänge im Armzug und einen intensiven Beinschlag. Das war's. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Einfach einen kleinen Input für euch, einen kleinen Denkanstoß für euer nächstes Training. Wirklich, Wechselzug oder Abschlagschwimmen gehört in jede Trainingseinheit rein. Egal, ob es jetzt Vorbereitungsphase, Wettkampfphase, egal wo es ist, macht es, übt es, verbessert euch. Bis bald. Ciao, ciao.